Hallihallo, ich bin's, euer Fabian. Nach einer ziemlich langen Zeit haben wir wieder zurückgemeldet. Ich habe gedacht, ich fahre wieder heute eine Runde ETS 2, wie ihr vielleicht schon sehen könnt. Und wir starten direkt mal rein in die Tour. Es regnet, aber es wird uns, glaube ich, kaum stören. Wie ihr vielleicht schon bemerkt habt, habe ich jetzt ein Lenkrad. Hier zusammen ein bisschen durch die Gegend chauffieren. Machen wir geschwind hier ein bisschen Scheibenwischer. Und dann fahren wir mal eine Runde. Was ich eigentlich vorhatte, hier nur während dieses Videos zu klären ist, wie es mit dem Kanal weitergeht. In nächster Zeit werden ab und zu Videos kommen, aber vor allem könnt ihr euch schon mal den 24. Februar, 24. Januar vormerken. Denn am 24. Januar wird der Kanal ein Jahr alt. Dann habe ich auch, sagen wir mal, eins, zwei schöne Geschenke vorbereitet. Ich werde das Let's Play ETS 2 vielleicht weiterhin führen, aber ich werde ein neues Spiel schon anfangen müssen, weil alte Spiele einfach nicht mehr kompatibel war. Wir sind mittlerweile auf Überversion 1.8 und ich fahre im Moment auf TSM 4.5.2. Ja. Ich wollte nur mal so fragen, ob ihr jetzt mehr Let's Plays oder mehr Tutorials wollt. Und wenn ihr mehr Tutorials wollt, dann sagt mir bitte auch Bescheid, welche Tutorials. Denn im Moment lässt Microsoft nicht sehr viel da, das man ein bisschen besprechen könnte. Spielevorschläge, wenn ihr habt, könnt ihr mir auch schicken. Jedoch muss ich im Moment eher schauen, weil es ist ein Hobby und ein Hobby sollte nicht zu teuer sein. In meinen Augen. Ich hoffe, ich habe doch die Performance verbessert, im Gegensatz zu meinem alten Let's Play, wie also ich denke schon. Neuer PC ist da, läuft an sich recht flüssig. Neues Mikrofon, wie ihr vielleicht schon hört. Und ich hoffe, die neue Qualität wird euch besser gefallen als die alte. Ich versuche hier meine Viertelstunde aufzunehmen, euch mal wieder ein bisschen was zu zeigen. Denn, wie gesagt, ist es zwischen reingeschoben bei mir, aber es geht leider im Moment nicht anders. OMSI 2 zum Beispiel wird auch demnächst kommen. Das habe ich bereits schon installiert, habe auch schon einiges gefahren. Aber trotz des neuen Patches der Version 2.0.0.6 sind wir mittlerweile, gibt es auch so ein Problem, dass es ab und zu von Entspannung abstürzt, das komplette Spiel. Zunächst bin ich auch nochmal gespannt, ob es doch auch dann wirklich auch funktionieren wird wieder. Weil der nächste Patch soll ja auch Anfang nächste Woche rauskommen. Mir kurz hier ein bisschen durchschalten. Die KI wurde angeblich verbessert, ich sehe aber nicht viel davon. Ich kann gerade auch nicht sehen, welche Richtung ich abbiege so mit dem Navi. Mal kurz in die Map an sich gehen. Ja, ich würde mal sagen, es ist auch nicht schlecht. Ja, wo wir von nun aus an ohne Navi weiterfahren müssen. Oder wie? Boah, auch nicht schlecht. Hatte ich aber gerade eben umentschieden, welche Richtung ich fahren soll. Werde ich drehen und werde in die andere Richtung durchfahren. Also, ja. Niedriger Ganggruppe.
Patch und ETS, die neuen Patch haben mittlerweile viele Probleme auf das Spiel reingebracht. So kann ich jetzt kaum Überlast-Trailer fahren, also quasi vor allem Überlänge, weil die KI sieht die Trailer nicht mehr als volle Länge an, sondern nur noch als reduzierte Länge, als Länge von einem normalen Auflieger, laut SCS. Im Moment weiß niemand, warum das Ganze so ist. Das Problem versuchen auch viele im Moment zu fixen, aber es sieht bis jetzt aus, ob es nicht funktionieren würde. Finde ich auch schade. Hat mit mir viel Spaß gemacht, mit der großen Zugmaschine einfach mal ein bisschen Last gegenzuziehen. Aber wenn es nicht so ist, dann ist es nicht so. Für alle, die nachfragen, das Profil hier ist mittlerweile über 400 Kilometer, knapp 400.000 Kilometer weit gefahren worden von mir. Ist mein Hauptprofil auf der TSN Map. Dazu habe ich jetzt noch ein Zwischenprofil auf der Pro Map. Auf der Pro Mode Map. Oh, war knapp. Ich will sogar mal außen rum zu rangieren. Gefahr gebannt, wie sagt man so schön. Nochmal zurück, die Pro Map, also Pro Mod Map, wenn ihr wollt, kann ich auch noch demnächst mal anzocken. Ihr müsst mir Bescheid sagen, dann werde ich ein Video einrollen. Zudem habe ich noch, muss ich noch sagen, im Moment, das war jetzt negativ. Ja, ich habe einen Bus mitgenommen. Ne, kein Schaden, im Auflieger geht's weiter. Nicht schlecht. Über meine aktuellen Mods werde ich vermutlich demnächst ein Video rausbringen, wo sämtliche Mods auch verlinkt werden, weil es sind mittlerweile nicht wenige. Exakt wie meine PC-Hardware, die wird auch demnächst auf meiner neuen Internetseite verlinkt werden, beziehungsweise ich werde die neue Internetseite zurecht skripten und dann direkt in die Videobeschreibung reinklatschen. Die Internetseite wird vermutlich Ende nächste Woche, also vom 17. 18. diesen Monats fertiggestellt werden, sozusagen fast pünktlich zum einjährigen Jubiläum. Die neue Seite wird viele Features enthalten, auch eine eigene Download, also einen eigenen Download-Bereich, wo man manche Mods, die jetzt nicht so, also selbst geskriptete Mods, die man jetzt nicht so einfach bekommt, auch da zu downloaden sein. Ja. Als weitere Information ist dann das, was hier aktuell auf dem Channel los ist. Ich habe öfters in letzter Zeit mitbekommen, dass Leute unnötige Kommentare unter Videos drunter schreiben, die einfach nur andere User belästigen oder beleidigen wirken sollen. Diese Kommentare werden in Zukunft von mir gelöscht werden und nach mehr und nach Intention sein, dass bereits beim zweiten Mal, wenn sowas auftaucht, einem User, dass der User vom Kanal gebannt wird. Wenn der User sich eindeutig in anderen Account nochmal meldet oder wird dieser Account sofort Google Plus bzw. YouTube gemeldet und ich werde dazu alle Wege, es wird alle Kraft in die Wege leiten, dass der Kanal dann auch eine Videosperre bzw. einen Strike bekommt. Weil ich finde es einfach nicht okay, dass meine Abonnenten, meine treuen Abonnenten auch von diesen Leuten belästigt werden und das Video schauen für diese Leute keinen Spaß mehr macht. Als weiteren Punkt möchte ich noch ansprechen, wie jetzt erstmal ein tolles Lob an alle Abonnenten, die hier jetzt dieses Video auch anschauen. Es hat wirklich sehr viel Spaß gemacht, das eine Jahr.
Und ich hoffe, dass es weiterhin, dass ihr weiterhin treu bleibt und ihr dürft auch mal einen Daumen nach oben abgeben, könnt auch mal ein freundliches Kommentar abgeben und ich bin auch der Letzte, der irgendwie Strikes verteilt, wenn irgendwelche sinnvollen Kommentare oder konstruktive Kritik ankommt. Ich habe damit keinerlei Probleme. Wie gesagt, ich finde es sogar eher positiv, aber Kommentare von gewissen Usern, die ich jetzt nicht unbedingt zu sagen brauche, verkneifst du. Wie gesagt, die Kommentare bringen euch nichts und bringen mir auch nichts. Wenn ihr die Map haben möchtet, ich stelle euch direkt mal einen Link unten in die Beschreibung, wo ihr die Map downloaden könnt und auch viele andere Mods auf der Seite. Die Seite ist tsm-map.de.net oder .com. Wie gesagt, Link unten in die Beschreibung und jo. Ich hoffe, holt's euch. Ich hoffe, ihr meldet euch an im Forum. Und was auch nicht schlecht wäre, wenn ihr euch auch mal auf den Teamspeak blicken lasst. Oder wenn ihr irgendwelche Probleme habt mit dem Spiel, mit den TSM-eigenen Mods. Dann besucht auch mal den Teamspeak. Die Leute dort sind wirklich sehr freundlich und geben auch gerne Hilfe. Jo, ich würde mal sagen, den nächsten Parkplatz suche ich uns aus, werde es da mal abstellen gemütlich und dann werde ich euch mal aus dem LKW rausschmeißen. Übrigens, ich fahre hier nicht im Standard Scania R2009, nein, ich fahre hier im Scania R2058 Keda. Es ist ein sehr schön detailliertes Modell, aber ich mag diesen 2008er Scania viel lieber, weil einfach ein bisschen bulliger aussieht, ein bisschen kastig ist und einfach Spaß macht zum Fahren. Deswegen verwende ich einen Soundmod von dem Opera TSM Map downloaden. Ja. Okay, ich glaube, ich muss erstmal wieder reinkommen ins Sprechen und gleichzeitig denken. Also, wie gesagt, ich wünsche noch viel Spaß und bis denn. Euer Fabian.